Hi, mein Name ist Marian Schauten und meine YouTube-Videos sind ja ein großer Erfolg. Deswegen haben wir jetzt hier so eine tolle Werkstatt eingerichtet, damit ich euch noch mehr Videos zeigen kann. Und wenn ihr natürlich noch Ideen habt oder irgendwas Bestimmtes gezeigt haben möchtet, special zur Weihnachtsdeko, dann sagt Bescheid. Heute werde ich euch zeigen, ein Sternschnuppen-Adventskranz. Und ich werde die in den Trendfarben Plum, Rosé, Kupfer, Silber machen, was total der Trend 2016 ist. Und ich werde euch zeigen, wie das geht. Das ist, was ihr braucht. Hier habe ich wieder meine eingefärbte Naturfaser. Das ist so ein reißbares Papier in unterschiedlichen Farben. Ich habe hier ganz tolle Kerzen. Die haben so einen leichten Perlmutterschimmer. Unterschiedliche Sterne, Glitzersterne, Holzsterne. Natürlich eine Halterung für die Kerzen. Dann habe ich hier Ligusterbeeren. Hier habe ich noch eine Art Silberblatt. Dies ist so eine künstliche Glitzergirlande, um den Schweif der Sternschnuppe zu machen. Ein Strohrömer. Ich liebe es ja, auf Kranz zu arbeiten, so ein bisschen tortenmäßig, Törtchen. Hier habe ich natürlich hier nochmal einen tollen Adventskranz, den habe ich schon vorbereitet. Dies ist einmal so ein Filz, das werde ich erst um den Strohrömer machen. Unterschiedliche Filzsorten, Schleifenbänder oder einfach Stoffreste, die ihr habt. Und ihr braucht natürlich Werkzeug. Ich habe einmal eine Rosenschere, Messer, Drahtschere, ganz natürlich auch eine normale Papierschere und natürlich eine Heißklebepistole. Unterschiedliche Drahtsorten und Efeunnadeln. Und jetzt starten wir. Also, wie gesagt, ich wollte ein Törtchen machen, ein Törtchen-Adventskranz. Und dafür braucht ihr einen Strohrömer. Ich habe hier jetzt 40 cm Durchmesser und der Adventskranz hat ein 35er Durchmesser, damit das auch so ein bisschen pyramidenförmig läuft. Und wir starten jetzt erstmal, um diesen Kranz zu umwickeln. Und da habe ich dieses Filzband, damit dieser Stroh nicht durchscheint. Und den werde ich jetzt umwickeln. Dafür nehme ich jetzt einfach eine Efeunnadel, befestige das und... Oh, Mensch, muss immer wieder ein bisschen Kraft haben und umwickel das um den Kranz. So, ich schneide da erstmal ein bisschen was von ab. Das ist ein bisschen einfacher. Joa. Also nehmt euch zum Beispiel heute vor, so einen schönen Sonntag oder wenn ihr den Zubehör noch nicht habt, vielleicht mal einkaufen gehen auf den Abend. Wenn der Mann vor der Glotze hängt, macht ihr ein bisschen Deko fertig. Das umwickel ich jetzt einfach. Et voilà, Strohrömer mit Filzband drumrum. So, dann werden wir diesen Kranz umwickeln mit unterschiedlichen Schleifenbändern, Filzbändern, Spitze, Stoffresten, was ihr so habt. Ich habe hier jetzt zum Beispiel so roséfarbenes. Das schneide ich einfach ein Stückchen von ab. Am besten ist, dass ihr so in drei Teilen arbeitet, dass ihr die Schleifenbänder immer in Dreiergruppen ansetzt und egal was für Farben ihr habt, das könnt ihr einfach drumherum wickeln. Ich mache das jetzt einfach mal eben in einer sehr beispielhaft hier mit Stecknadeln im Mund. Sollten Sie vielleicht nicht nachmachen. Und dann umwickeln Sie das einfach. Und auch wie gesagt, auch hier braucht es keinen Schönheitswettbewerb zu gewinnen. Da dann noch ein Kranz drauf kommt, bereitet das einfach so vor. Befestige auch das wieder mit einer Stecknadel. Und ich bin ja vorbereitet und habe schon einen Kranz fertig gemacht, wie hier. Und ich glaube, das könnte auch jeder umsetzen, so wie ich es habe. So, ich habe noch ein bisschen Reißpapier, Spitze, ein bisschen Glitzerband genommen und habe das dann umwickelt. So, die flache Seite setze ich nach oben, die runde Seite nach unten, damit der Tannenkranz ein bisschen besser drauf passt. Den setze ich da drauf und wie gesagt, den könnte ich jetzt mit Heißkleber befestigen, aber wir wollen ja ans nächste Jahr denken, falls ihr wirklich den Unterkranz nochmal nutzen möchten und setze das mit langen Efeunnadeln fest.
kann ein bisschen schwieriger sein, um durch das Schleifenband zu kommen. Aber vielleicht haben Sie ja einen starken Mann, der das sonst auch wohl hinkriegt. Fixiere das. Einmal von außen. Und dann noch einmal von innen. Das läuft. Sieht doch schon schick aus, oder? So. Gut. Noch eine mehr. So. Das ist schon mal ein Kranz auf einem wunderschönen Kranz. Jetzt habe ich hier zum Beispiel diese Ligusterbeeren. Also ich erkläre euch das erstmal eben. Ich möchte, dass das jetzt so ein bisschen als Schweif gearbeitet wird. Und dann werde ich diese Kerzen ganz normal anordnen. Und dann werde ich in den Schweif die Sterne mit einarbeiten und als Basic einen großen Stern nehmen. Jetzt fange ich aber erstmal an mit den Ligusterbeeren, um die so ein bisschen einseitig asymmetrisch drum zu machen. Okay, ich reiße das jetzt einfach ab. Man kann das natürlich auch abschneiden. Lege die erstmal hier so drum rum. Großen Mülleimer hier. Nachher wird wieder gefegt. Guck erst eben, wie ich das ungefähr verteile, bevor ich die befestige. Ja, das sieht gut aus. Und befestige diese wieder mit Efeunadeln. Diese Ligusterbeeren in diesem lila Farbton, um diesen Plankton noch mal ein bisschen aufzugreifen, halten wunderbar, weil die trocknen schön ein und behalten ihre Beeren und fallen auch nicht ab. Guck, das sieht doch schon schick aus. Da fehlt mir jetzt noch so ein kleines Stückchen. Upsa. So. Ich werde den auch nochmal mit draufsetzen. So. Das sieht schon schick aus. Dann habe ich dieses Silberblatt. Auch sehr schön, dass wenn das eintrocknet, bleibt einfach diese silberne Farbe des Blattes. Wird auch nicht, ja, wird halt grau, wie es jetzt schon ist. Jetzt ist es eher noch ein bisschen weiß. Das kann sein, dass die Blätter sich so ein bisschen aufrollen. Wie zum Beispiel auch Olivenäste, Olivengrün. Aber ich finde, das gibt nochmal so einen bestimmten Touch dran. Und macht so einen Tannenkranz immer ein bisschen interessanter. Setze das auch so ein bisschen als Schweif drumherum. Vergesst nicht, so ein Adventskranz, wenn er ein bisschen höher ist, dass man auch immer die Seiten sehr schön sieht. Und nicht nur von oben drum. Und setze die wieder mit Efeunadeln fest. So. Bei mir geht das natürlich alles ein bisschen schneller. Aber nehmt euch ruhig dafür Zeit. Immerhin ist das euer Highlight auf dem Tisch 2016. Und dann arbeitet ihr das so dran fest. So, ich habe jetzt alles soweit, also asymmetrisch ein bisschen drauf gemacht mit der Kranzbindung, damit das auch nicht gegen der Kranzbindung, sondern mit der Kranzbindung reingemacht. Dann habe ich diesen Glitzerschweif, den ich hier auch drauf setze, asymmetrisch. Weil hier werde ich einen dicken Stern draufsetzen, das werde ich gleich sehen, das werdet ihr gleich sehen. Und dann habe ich dieses Reispapier oder Naturfaser und werde die auch hiermit mit Efeunadeln befestigen. So, so sieht der Kranz bis jetzt aus. Ne? Eigentlich schon ganz cool, finde ich. Könnte man auch schon schön als Türkranz nehmen. Aber alle guten Sachen sind vier zum Advent. Dafür haben wir diese Kerzen, also wie gesagt, mit so ein bisschen Permut-Optik. Man kann natürlich auch noch andere Kerzen nehmen, die passend dazu sind. Ich habe hier jetzt solche goldenen Pika, weil ich die noch übrig hatte. Werde da aber jetzt nochmal einmal ein Schleifenband drum kleben. Ich habe hier so ein bisschen so ein Creme-Glitzerband. Lege das einmal drum rum, gucke nach der Länge. Ja, das passt ungefähr. Schneide das wieder mit meiner Superschere ab. So gut ist sie nämlich nicht. Beim nächsten Mal wird es ein anderes. Mache hier einmal ein bisschen Heißkleber drauf.
befestige das, damit das auch passend zum Kranz ist und sich die Bänder alle einfach wiederholen. Man kann natürlich auch ganz normal die Kerzen anbraten, aber zur Sicherheit oder damit man einen schönen Abschluss hat, habe ich das jetzt so vorbereitet. Die kann ich dann einmal verteilen und dann kann ich diese schönen Kerzen draufsetzen. So, Advent, Advent, ein Lichtlein brennt. Gucken, ob die Kerzen auch alle gerade sind, gut verteilt. Ja, und dann sieht die Geschichte schon ganz gut aus. Aber ich habe ja gesagt, dass wir eine Sternschnuppe machen. Dafür habe ich so einen tollen Glitzerstern hier. Den starte ich, wo der Schweif ausstartet, wo ich den Glitzer gestartet bin, die Ligusterbeeren und das Silberblatt. Ich schneide einfach mal eben dieses Band ab. Auch hier könnte ich das jetzt einfach festkleben, aber ich meine, so einen schönen Stern müssten wir auch andrahten können. Ich mache das jetzt einfach wieder mit einer Efeu-Nadel. Also es ist eine Basic, die ihr euch auf jeden Fall anschaffen solltet. Das macht das Leben einfach einfacher. Und setze das, wo der Schweif, ups, startet. Komm, kann ich da Druck setzen? Ja, perfekt. Sehr schön. Und dann habe ich hier ganz viele unterschiedliche Sterne. Glitzersterne, Silbersterne, Holzsterne mit Glitzer drauf. Und werde die einfach verteilen. Ein bisschen mehr, wo der Schweif startet und lasse es so langsam weniger laufen. Ich sehe die Sterne am Himmel, Sterne am Himmel, Sterne am Himmel. Wow, dip, dip, dip. Naja, auf jeden Fall, der Sternschnuppenkranz ist soweit fertig. Ich selber finde den fantastisch. Ich liebe das, dass es hier interessant ist, dass es hier so ausläuft, dass es einen Ruhepunkt gibt. Und ja, ich bin sehr zufrieden. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Nachmachen. Und liked es und schreibt mir, was für tolle Ideen oder Farbkombinationen ihr gerne sehen möchtet. Vielleicht mal ein langes Tischgesteck oder eher eine Tischdeko. Kein Problem, ich bin für euch da. Mein Name ist Marion Schauben. See you!